Hallo, 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 guten Tag, Gies, was geht ab, hallo Lucy, guten Tag, na, lange nicht gesehen, tatsächlich, überraschenderweise lange nicht gesehen. Seit Donnerstag? Ja, Donnerstag. Na, Lucy, wie geht's dir? Ich habe gelesen, du bist krank. Oh, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, dir geht's besser. Weg damit. So. Was brauchen wir denn heute? Ein Gamepad, ne? Das wäre schon mal ganz gut, wenn wir eins hätten.
Fieber und alles. Okay, gute Besserung. Das klingt tatsächlich sehr ungeil. Bin ich ja kein Fan von, sag ich mal. So. Ja. Ich muss sagen, ich bin absolut nicht wach. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es hinkriegen soll, gleich die ganzen Parries zu machen, weil ich noch komplett in einem Körper stecke, der nicht hochgefahren ist. Ah, ich höre was, geil. Aber wir machen das. Ich habe sehr Bock, aber ich glaube, der Anfang wird gleich sehr holprig. Hey. Aber dafür habe ich Karamell-Kaubonbons und Karamell macht das Leben besser, muss man sagen. Laut. So, ich muss erstmal wieder reinfinden. Ich habe mich hier aufgehört. Und ich musste in diese Höhle, weil da dieses Gerät ist, wo man sich reinsetzen soll. Da hinten. Wenn ich das richtig verstanden hatte. So. Guck mal. Habe ich mir richtig gemerkt. Ist schon mal gut. Fällt mir jetzt schon nicht. Roll. Was ist das? Ja! Das ist ein riesiger Strohpuppenmann. Na fuck. Okay, ich habe mit allem gerechnet, nicht damit. Das da oben sieht aus wie ein Bossgebiet. What the fuck? Okay, das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Ich glaube, ihr hättet mich fragen können, was ich erwarte. Ich hätte euch 100 Sachen genannt. Aber nicht das. Okay, weird. Aber irgendwie auch geil. Ich habe alle Gegenden des Spiels bereist. Ah, guck mal, ich habe alles erkundet, quasi. Krass, okay. Das sieht aus wie ein Bossgebiet. Eine riesige Strohfigur war doch obvious. Ja, weiß ich nicht. Hat die irgendeine Background-Story, die ihr mir erzählen könnt? Oder akzeptieren wir jetzt einfach, dass... Kann ich die hauen? Ich traue mich nicht, die zu hauen. Ich lasse das jetzt einfach. Ich gehe jetzt hier hin und kämpfe jetzt gegen den Boss, der hier auftaucht. Weil hier taucht 100 pro einer auf. Das ist prädestiniertes Bossgebiet. Aha! Oh nö. Das ist die von... Die es als Dings gab, ne? Wo wir nicht sicher waren, ob das ein Mönch oder eine Nonne ist, wirklich. Wait a minute. Die hat drei Lebensdinger da oben.
Okay, krass. Okay. Ich habe gesagt, ich bin noch nicht ganz wach und ich muss jetzt direkt mit einem Bosskampf starten. Witzig. Okay, viel Spaß, danke. Ey, Leute, die nächsten 3 Stunden wird das wahrscheinlich nur dieser Bosskampf. Okay, warte, ich kann noch was leveln. Gibt es noch irgendwas, was ich zum Leveln brauche? Wahrscheinlich nicht, aber ich gucke einfach mal. Das sind alles so Shinobi-Künste, die ich nicht brauche. Ach, egal. 3 Lebenszellen fand ich echt richtig. Ja, 3 ist super viel. Hi, Kuma. Aua. Das habe ich nicht kommen sehen. Scheiße, hätte ich drücken müssen. Alter. Beachte ich, wie viel die draufhaut. Beachte ich, wie ich nix sehe. Aua. Oi, oi, oi. Scheiße. Okay, ich bin tatsächlich noch nicht im Kampfmodus. So gar nicht. Das wird übel. Vor allem. Die kassiert halt kaum. Und die hat 3 Phasen. Das ist insane. Ja, und sie kann auch noch andere Sachen in Phase 2. Ach, ist das beschissen. Wie lange macht sie das? Oh, jetzt nicht mehr. Okay, krass tot. Alter. Nein, hätte ich das andere machen müssen. Okay, cool. Also, ich würde behaupten, wir werden mindestens noch 1 Stunde an diesem Boss sitzen. Wetten werden angenommen. Vor allem, wenn ich sie nicht optimal geblockt bekomme.
Dumm. Hab ich bei der anderen Nonne schon nicht hinbekommen. Dumm. Das war ganz gut. War wieder viel zu greedy. So, die Phase verstehe ich jetzt nicht. Muss ich jetzt hier die ganze Zeit schwingen? Bis sie damit aufhört? Oder gibt es auch eine andere Möglichkeit, sie da rauszuholen? Warte mal. Ich muss gar nicht schwingen. Ah, okay. Ich dachte, ich müsste da vielleicht irgendwie die Bäume nutzen, wenn es die schon gibt. Boah, das war lucky. Das war auch lucky. Das war dumm. Das war todesdumm. Manchmal habe ich die Hits aber auch nicht anders verdient. Mein Gott, ich sehe es und mache immer die gleiche Scheiße. Na toll. Okay, das geht gar nicht. Falsch rum. Red ich doch. Oh, okay, Phase 2 ist auch nicht so schwer. Zweiten Lebensbogen kann ich sofort nehmen, wenn sie die Knochen schickt. Ich kann den vom Baum aus den Todesschirm verpassen. Okay, hast du Mikri-Counter als Fähigkeit? Yes. Ich bin nur zu doof zu sehen, ob sie diesen Schwinger macht oder ob sie den Stoß macht. Daran scheitert es gerade wieder. Als die Nonne zum ersten Mal kam, ist es daran auch schon gescheitert. Da. Ich weiß, ich sehe immer zu spät, ob ich jetzt ausweichen oder springen sollte. Ja. Oh, endlich mal geschafft. Alter. Vielleicht nicht das richtige gelevelt. Ach, gelevelt glaube ich. Wie habe ich geblockt? Hätte nicht durchkommen dürfen. Ich habe es auch nicht anders verdient, ne?
So, und wie kann ich jetzt den zweiten Punkt nehmen? Aber Alter, wie geht der denn immer durch meine Deckung durch? Gar kein Bock da jetzt wieder drauf. Okay, war klar. Ach, so eine Scheiße wird das. Boah, die muss ich aber wirklich alle perfekt kontern. Oh, ja! Uff. Okay, alles klar. Das ist diese Todesscheiße. Good to know. Nee. Aber warum versuche ich das zu blocken, ich Idiot? Rot heißt nicht blockbar. Scheiße. Bei mir saß sie immer in der Mitte der Mitte der Brücke. Aber wann? Danach, wenn sie fertig ist mit dem ganzen Bums? Oder während sie diese Schattenangriffe macht? Ja, cool. Eigentlich ist die gar nicht so schwer. Ich bin nur zu dumm. Das übliche Problem wieder. Die ist gar nicht so schwer. Ich bin einfach nur dämlich. Das war das Falsche. In dem Moment kann ich auf sie drauf springen. Okay, Chat lesen währenddessen nicht so smart, ne? Das war lucky. Hi Nova. Was geht ab? Nova. Nobby. Gerade, mein Hirn ist gerade auf diesen Kampf eingestellt. Oder auch nicht.
Können wir die nochmal machen, bitte? Das war ja ganz furchtbar. Wenn du den ersten Balken abgezogen hast, setzt sie sich in die Mitte und beschwört diese Schleifen in dem Moment. Okay. I try. Mann! Muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass ich raffe, welche Attacke welche ist. Ich raff's nicht. Wirklich nicht. Stich, ja, aber sie hat Stich und nicht Stich und ich krieg's nicht koordiniert. Weil manchmal muss ich drüber springen, so wie hier, und manchmal kommt's halt nicht. Und ich sehe es zu spät. Ärgert mich. Wäre es jetzt gewesen? Oh Gott. Oder war ich jetzt zu spät? Guck mir das Rechnen mal online an. Wäre schon geil, die zweite Phase zu überspringen. Nicht early. Auch wenn sie jetzt nicht mehr so krass schwierig ist. Ja, als ob die mich trifft. Als ob die mich trifft. Oh. Ja, tschö. Muss auf dem hintersten linken Baum stehen. Guck mir das jetzt an, wie das gemacht wird. Kein Bock auf Phase 2. Sekunde. Sekiro. Wie heißt denn der auf Englisch? Corrupted Monk, oder? Ah, True Monk. Ah. Ich will nur wissen, wo auf dem Baum ich mich hinsetzen muss. Lastly, he has a retreat. Ja, der ist schon von 1 auf. Da, jetzt. Best bet is going to be to just jump around on these trees. And honestly, I think that's why they're here. Now, as I mentioned back at the start, you can just hop up to this high branch that we were just on and get a death blow right at the start of this phase. And while I do recommend doing that, because this is a good guide, and in the previous monk video we just cheesed the shit out of him, I decided to show the harder way to take him down. Once he's done with his shadow clones, you can jump on down, and this phase continues pretty much identical to phase 1. As phase 3 begins, he gains... Okay, er hat es gar nicht gemacht. Der macht einfach Phase 2. Hier 2 Minuten Video. 2 Minuten hat er den gelegt? Freak.
Ja, die kämpfen alle in, also die machen alle Phase 2. Nee, der nicht, warte mal. Lol, der nicht. Okay. Naja, ich hab's. Okay, ob das so funktioniert, weiß ich nicht, aber gucken wir mal. Warst du schon beim weißen Affen? Ja! Den haben wir schon gemacht. Den haben wir 4-mal gemacht. Ich glaube, das Video dazu ist auch seit gestern auf YouTube. Glaube ich. Dass die Attacke durchgeht, ist auch lächerlich. Die durchgeht, ist auch lächerlich, aber da bin ich zu blöd für. Kann ich eigentlich einfach komplett die ganze Zeit. Wie sehr kann ich draufhauen? War jetzt nur eine. Okay, nicht so viel. Ein bisschen blocken wäre wahrscheinlich noch sinnvoll. Machen wir. Aber, oh Gott, das war viel zu viel. Bleibt dabei, dass der nicht durchgehen darf. Schwer vergessen im Kampf. Liegt gerade nichts geblockt.
würde ihm gerne direkt schon die erste Phase wegnehmen. Ja, finde ich auch ganz furchtbar. Aber eigentlich ist der gar nicht so furchtbar. Man stellt sich nur wieder viel zu blöd an. Genauso wie bei anderen, allen anderen Bossen. So krass ist die halt nicht. Ach, jetzt machst du das zweimal oder was? Oh. Nee, komm. Muss ich mich jetzt mal konzentrieren, was soll das denn? Wieso machst du das jetzt zweimal? Das hast du doch vorher nicht gemacht. Komm mal hier hin, ich brauch den Baum da gleich. Der Affe war wirklich krasse. Hier stelle ich mich nur gerade an wie ein Affe. Fuck, fuck, fuck. Okay, das drüber springen bringt gar nichts. Scheiße.
Vielleicht brauchen wir doch keine Stunden. Nehmen alles zurück. Vielleicht kriegen wir sie auch in 30 Minuten down. Nervig. Cool. Eine nervige. Wie, die kommen wieder. So. Nun rasten wir auch gut, glaube ich, ne? Cool. Okay, krass. Sieht ja richtig schön aus hier. Ich weiß nicht. Oh, hallo Ellie. Ich weiß nicht, ob ich das hier. Mir das generell gefällt. Also optisch ja. Aber ich traue dem ganzen Bums nicht. Wo komme ich denn hier runter? Will ich da einfach runterspringen? Oder ist das. Habe ich dann ein Problem? Sehr gut. Wusste ich. Gibt keinen Fallschaden. Ja, aber hätte sein können, dass es zu tief ist und dass ich dann einfach trotzdem drauf gehe. Ich war mir nicht sicher, wie sehr der mir auf den Sack geht. Diese scheiß Flötenhainis. Oh. Der Überraschungsangriff hat so semi funktioniert. Die sind toll, ja, weiß ich nicht. Warum sieht hier jede Ecke wie ein Bossfight aus? Wo kommt die denn jetzt her? Oh, das ist der blindeste Samurai hier auf dem Dach, den ich jemals gesehen habe. Merke, es lohnt sich, übers Dach zu gehen, scheinbar. Muss ich die Flötenheilis alle machen oder können die mir egal sein? Wer ist er denn da hinten? Hi. Krass. Boah. Zu gar nichts. Ah, tot. Zing Zing, ja, Zing Zing ist super. Aber ich muss sagen, diese schnellen Gegner finde ich halt viel, viel geiler, ne? Mich nerven ja diese großen langsam viel, viel mehr. Ich wollte in das Gebäude hier irgendwo rein. Vielleicht muss ich das auch gar nicht. Wenn ich hier schon schleichen kann, ist das nichts Gutes. Alter. Was war? Also ist ja. Es gibt jetzt auf einmal Donnerwölfe oder was? Schnarcht eine Katze sehr laut. So süß.
Komische Viecher. Noch welche? Hier sitzt doch bestimmt einer in der Ecke, wollte ich sagen. Hat dein Maul. Hat auch dein Maul. Oh! Nehmen wir. Scheiße. Oh! Semi-gut. Arschloch. So. Komm ich hier durch die große Tür? Wahrscheinlich nicht. Nö. Wäre auch zu einfach gewesen. Moin. Wer ist sie denn? Wenn es euch vorwärts treibt, solltet ihr ihn umgehen. Er ist von einem Karpfen besessen? Okay, wenn ich ihn dead finde, soll ich ihn von diesem Karpfenfluch befreien. Okay, Alter. Wie viele Flötenhainis sind denn hier? Wie tödlich sind die? Wenn die mir einen mitgeben? Ich kann die auch einfach alle umbringen. Oh oh. Ja. Oh, wenn ich geschwächt bin, kann ich nicht wieder aufstehen. Ja, das macht Spaß. Ja, das ist nicht das Insta-Death-Ding, das ist dieses Geschwächt-Ding. Das ist nicht grauen. Komme ich an dem vorbei? Ja. Nein, komme ich nicht. Doch, komme ich. Ha, sehen mich hier oben? Totaler Quatsch. Ich will die ja nicht umgehen. Ich will die ja alle weg. Oh. Gegen zwei sehe ich mich da nicht. Außer ich krieg die Blutwolke daraus. Ja. Ich bin LOL. Rauben mir meine Jugend. Jetzt hätte die Oma mich gewarnt. Okay. Andere Idee. Ich werde da gleich einfach wirklich durchlaufen. Muss ich mich mit denen prügeln? Ich denke nicht.
Aber der da hinten in Rot ist wahrscheinlich der... Ah, geschwächt. Krass, okay. Das ist interesting. Heißt das, ich hole mir die jetzt wirklich alle einzeln? Durch. Kann ich da durchrennen? Ich hab nicht das Gefühl, dass ich das kann. Hast du es bald mit deiner komischen Pfeife? Das war knapp. Sekiro ist für mich kein Schleichspiel. Ich sehe mich da eigentlich nicht durchschleichen. Aber ich habe das Gefühl, mir bleibt nichts übrig. Wir haben hier noch diesen einen Flötenmann. Oh, fuck. Gegen zwei habe ich ein Problem. Krass, ich habe gegen zwei von diesen Samurais gewonnen. Das habe ich nicht kommen sehen. Nehmen wir. Ich dachte eigentlich, ich könnte zu dem rüberschwimmen. Ja, voll viele Schatzschuppen-Dinger. Was ist das? Wasser aus dem Palast? Klingt nicht, als sollte ich davon naschen. Boah, die Reichweite. Ja. Okay, ich hätte die gerne beide. Aber ohne... Also einzeln. Das war lucky. Okay, irgendwer schwächt mich immer noch. Da sitzt noch einer.
Was eine Drecksscheiße. Okay, der in der Ecke war belastend. Gibt's hier irgendwas, was ich dafür, dass ich das alle erledigen sollte? Oder ist es scheißegal und ich kann einfach gucken, dass ich da hinten aus dem Tor rauskomme? Weil ich sehe mich nicht dieses Gebiet clearen. Einfach durch, okay. Komme ich überhaupt einfach durch? Ja. Oh ja, ich komme theoretisch einfach durch. Geil. Hallo. Oh. Knäppkiss. Was war das? Okay, den haben wir. Jetzt kann ich hier theoretisch wieder zurückgehen. Und gucken, was es noch hier gibt. Den gibt's noch. Ich bin early, ich würde gern die da drin erledigen. Ich will den roten da haben. Aber ich hab auf dieses Gebiet eigentlich gar keinen Bock. Da drüben sind die beiden. Ja, scheiß drauf. Ja, war schön. Die schöne Quest ist mir egal. Hier noch irgendwas? Nö. Ja, ist ja richtig viel los. Oh. Da könntest du über die Dächer zurück. Über die Dächer da, oder was? Okay, wo denn? Oh! Miniboss klingt gut. Habe ich Bock drauf. Oh. Aua! Okay, irgendwas schießt auf mich. Da oben. Okay, Sekunde. Hier rechts rum, oder was? Bei Miniboss, da sehe ich mich. Ach du meine Güte, ist hier richtig was los. Okay, erstmal muss der hier weg. Mal so eine halbgare Anleitung, wo der Boss ist. Huh. Oh Gott. Darunter, wo gerade die Items liegen. Hier? Hier, Sekunde, ich muss kurz was nachlesen. Ah, okay.
Oha. Ugh, nö. Ja, warum? Na, das sind mir die Unlieben. Hätte ja richtig Bock. Und alles zurück. Hab doch keinen Bock mehr auf den Boss. Da kann man hoch. Bringt mir das irgendwas? Nee. Nee. Ich dachte, ihr lotst mich zu einem coolen Boss. Das ist halt kein cooler Boss. Okay. Cool, dass der im Spiel ist. Aber der juckt mich so gar nicht. Jetzt wissen wir immerhin, dass es ihn gibt. Scheiß auf die Perle. Hab ich ihn jetzt schon wieder gesehen. Warum gibt es hier so komische Fußballspiele? Sagen, wo muss ich überhaupt hin? Oh, da nicht hin. Gibt's nix. Ich gucke erstmal ein bisschen um. Unfreiwillig. Unfreiwillige Sightseeing-Tour. Hallo. Hallo. Da kann man irgendwo hoch. Hoch ist gut, glaube ich. Na, natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Der Gegner hinter? Oh ja. Oh Gott, oh Gott. Komm, dich mach ich mal. Ich will ja gucken, was da vorne gibt. Oh. Nee. Ja, beruhig dich. Ich will nur gucken, was hier so gibt. Die Neugierde siegt. Da kann man runter. Bist du ein ganz normaler Typ oder bist du irgendwas? Nee, du bist ein ganz normaler Gegner. Oh! Das habe ich nicht kommen sehen. Hahaha. Resettet ihr Noobs. Ist schon geil. Also cool, dass sie nichts können, aber... Oh! Das wusstet ihr wohl auch noch nicht. Ich bin Experte in diesem Spiel. Eigentlich will ich wissen, warum der da hinten so alleine rumsteht. Und ich will wissen, warum liegt hier ein Item. Voller Geldbeutel. Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach mal und wenn ich komplett falsch bin, schreit ihr einfach. Oder wenn es einen Boss gibt, der nicht so ein komischer Stier ist.
Oh. Ja, hier ist auch wieder so einer. Die wollen wir nicht. Den musst du sogar machen, weil du sonst nicht besser das gehen kannst. Ach, den Typ da oben, oder was? Gott. Alla! Okay. Ja. Das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gebiet. Holy shit. Crazy. Ah, er bleibt sogar tot, okay. Kurz, was ist das hier? Okay. Dann... Will ich da ins Wasser? Ja, ne? Komm. Oh! So, ich brauche die Dinger eh nicht, aber ich finde es immer schön, welche zu haben. So, wo komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ah, hier ist noch so ein Dingspunkt. So ein Speicherpunkt. Mein Chat scrollt nicht mehr, Sekunde. Ah, jetzt. Hallo, Wärtern. Da stand eine neue Chat-Nachricht, aber stand nicht welche. So, wenn wir schon mal hier sind, kann ich auch gucken, was der da hinten macht. Was war das? Oh, ich hasse offene Gewässer, ne? Fällt mir gar nicht. Okay, ich muss unter Wasser. Irgendwo gibt's eine Höhle. Frage ist nur... Wo ist diese Höhle? Und wo ist dieser hässliche Karpfen? Aha! Ja! Ein Riesenkarpfen. Den will ich umbringen. War das klug, dass ich ihn angeschlagen habe? Der hat ja riesige Zähne. Oh, ich bin tot. Ich dachte, er wäre tot. Ist er tot? Okay, er ist nicht tot. Aua, ich bin tot. Habe ich was davon, wenn ich den umbringe, oder kann ich ihn einfach Karpfen sein lassen? Also ich mag Karpfen, deswegen eigentlich habe ich jetzt keinen Need, den umzubringen. Kannst du auf die Weise nicht? Ah, okay. Das heißt, ich kann den Karpfen einfach Karpfen sein lassen. Hier die Höhle? Nee. Wieso kann ich eigentlich unendlich die Luft anhalten? Wo kommt dieser Skill her? Wo muss ich überhaupt generell hin? Da hinten wahrscheinlich, ne? Hier irgendwo ein Ausgang? Da. Noobfisch. Guck mal, easy.
Das hätte ich in meinem Leben noch nichts anderes gemacht. Aber krasser Karpfen. Gönn ich ihm. Dein gutes Leben da in der Höhle. Ah, easy. Guck mal. Ah, jetzt kriege ich die Tür auf. Weil hier diese komischen Viecher waren. Widerlich. Da ist doch noch einer. Zing, zing. Die Tür können wir auch noch aufmachen. Müssen wir jetzt mit der Person, die da hinten auf dem Wasser stand, nochmal reden? Oder ist es egal? Weil die wollte ja, dass wir die Tür öffnen. Das ist mir wahrscheinlich eh scheißegal. Weil Nebenquests mir generell egal sind. So, hier. Ist egal, sehr gut. Oh, Kürbissamen. Wir müssen zu Emma. Müssen wir beim nächsten Leuchtfeuer dran denken. So. Erstmal einen Überblick verschaffen. Hinten liegt ein Item. Da kann ich hoch. Kann ich aber auch so. Echt jetzt? Das finde ich jetzt nicht so nett. Ach du meine Güte. Ich will nicht wissen, was auf der Spitze dieses Berges auf mich wartet. Komm, schneller, rasten. Ja. Okay, wir gehen kurz zu Emma. Ich will eine Flasche mehr haben. Okay, wir sind im Palast der Urquellen. Okay. Kürbissamen geben. Perfekt. Danke. Dann können wir ihm das auch noch bringen. Die einzigen drei Figuren, die mich interessieren, Emma, der Bildhauer und Kuro. Und der Karpfen. Es ist wichtig, dass dem großen Karpfen gut geht. Hallo. Wieso hustet der noch? Kann ich dem das nicht geben? Ich hätte ihm das gerne gegeben. Blöd, Mann. Übrigens, wo ich es gerade sehe, heute, beziehungsweise doch heute ist der letzte Tag, wenn ihr noch irgendeine Weihnachtsgeschenke braucht. Morgen endet mein Holzkern-Deal. Also wenn ihr nochmal auf den Link klicken wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Wer bist du denn? Es ist eh Zwischensequenz, jetzt könnt ihr auch auf den Link klicken.
Sag mir bitte, dass da oben alles friedlich zu mir ist und mich nicht töten möchte. Ah, fuck. Was geht denn jetzt ab? Oh, Gift. Gift nicht gut. Okay. Gift. Alter. Ich kann da hoch. Warum sollte ich das? Gott. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah, geil. Geiler Move. Ja, richtig geiler Move. Wo ich da dran? Ja, zu weit weg. Nochmal. Bleib hier. Nein. Ah. Hasse mein Leben. Die sehen anders aus. Den geht's nicht mehr so gut. Könnte ich da bitte hoch? Scheiße. Ja, das war auch safe alles. Da kommt jetzt nicht irgendwas Größeres bestimmt. Wo bleibt der Drache? Macht Drache Sinn? Wo bleibt der Wolkenstier? Ach, irgendeine Drecksscheiße kommt doch da jetzt. Ich will es nicht sehen. Ich brauche den nicht. Ja! Es ist Fuchur. Mit einem durchsichtigen großen Ast. Göttlicher Drache! Es ist wirklich ein Drache. Okay, ran da. Ran an den Speck. Gott! Nice. Komm ich da ganz ran? Ist das irgendwas? Ich muss hier oben stehen, oder? Ist das diese Scheiße, die ich schon mal machen musste? Irgendwie den Blitz fressen und dann werfen? Uff, okay, ich muss springen. Oder muss ich auf den anderen springen? Ja, okay, alles klar. Habe ich verstanden. Habe ich davon was? Nee. Klappt nicht immer. Nee, 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 möchte ich nicht.
Ja, geht nicht, okay. Geht nur, wenn er vorne sitzt, scheinbar. Interessanter Kampf auf jeden Fall. Okay, hat gar nicht geklappt. Was habe ich gefressen? Springen. Mist. Nein, den wollte ich haben. Einen noch, ne? Oh. Das ist nicht so gut, glaube ich. Nee, ist gar nicht gut. Mich hauen? Aua! Hey, wo ist denn... Wie kann ich denn... Phase nicht verstanden. Okay, Boss verstanden, Boss cool, letzte Phase nicht verstanden. Nicht cool. Nochmal? Oh, ist ja lästig. Corona-Boss. Na, verdammt. Was muss ich bei der letzten Phase machen? Wenn die Bäume weg sind. Blocken vielleicht irgendwie? Ich bin mir gar nicht so sicher, ich da irgendwas blocken kann, wenn ich ehrlich bin. So. Cooler Boss auf jeden Fall. Aber... Ich kann ihn nur einmal hitten, oder? Geil. Oh oh.
Welcher Baum wird's? Fehlt ein Baum. Ah. Die Phase ist mittlerweile echt einfach. So, wie geht das? Was muss ich jetzt machen? Was muss ich ohne Bäume machen? Alter. Ich kann ja nicht nur ausweichen. Drauf? Ja, wie denn? Dafür muss es ja theoretisch eine Attacke geben. Alter! Da sind die Bäume. Ah, jetzt habe ich es verstanden. LOL! Das war ja insane! Krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Den Kampf habe ich nicht kommen sehen. Einfach ein fucking Drache. Crazy. Oh, was ist denn hier los? Oh. Der Schlüssel zum geheimen Durchgang aus der Maschine. Okay, weiß gerade nicht, wo das ist. Der Talsperre. Ist das diese Tür in diesem Graben? Ach, ich habe wieder keine Punkte. Ach, ihr seid doch solche Wichser. War hier nicht mal eine Tür offen? Kann ich denn hin? Ich kann immer nur dahin, ne? Das ist so eine Frechheit. Als ob die mir schon wieder alle meine... Die nehmen mir zweimal im Spiel alle meine Speicherpunkte. Oder Leuchtfeuer. Oder Rastpunkte. Oder whatever. Okay, hier komme ich wahrscheinlich auch nicht raus. Es ist so eine Frechheit. Bin ich hier... Ist das hier korrekt? Oder... Sollte ich einfach andersrum gehen?
Nee, oder gibt's noch einen anderen Weg? Ich hab nicht das Gefühl, dass das Verlies hier richtig ist. Okay, ich geh mal zum Bildhauer. Großraum gibt's ein Fenster. Okay, zwei Sachen. Bildhauer. Dann Kuro. Ist die Tür, die wir suchen, unten in diesem Graben, ganz hinten an der Wand, da gab es so eine abgeschlossene Tür. Ist das die? Er ist weg. Gut, dass ich hier einfach nichts gelevelt habe, ne? Naja. Er ist einfach gone. Das war dein cool. Er ist einfach weg. Der Weg von hier aus. Nevermind. Alles klar. Cool. Warte mal. Stopp, halt. Da sitzt jemand. Den hätte ich gern. 2000. Wie viel ist da drin? Oh, gut. Wichtig und richtig. Soll es als erstes zum Grab gehen? Welches Grab? Was für ein Grab? Und was für ein Grab? Oh, ups. Ja, boah, die mal zwei Hamburger. Boah, Essen geil. Von welchem Grab reden wir? Da irgendwo? Ich weiß gerade selber nicht, welches Grab. War immer irgendwann irgendwo, wo ein Grab steht? Ach so, okay. Ich muss erstmal hier durch ein Fenster. Alles klar. Ist wahrscheinlich hier irgendwo, ist es offen. Oder auch nicht. Wie beschreiben wir den Tricky? Ja, wir kriegen das hin. Hoffe ich. Vorhin gab es ja hier einen Weg, aber wir kommen, also vorhin, zuletzt. Guck mal hier, hier ist ein Fenster. So. Draußen. Erstmal kurz einen Überblick verschaffen. Noch wer, warum, wo, was? Ah ja. Neuerdings gibt's Flammenwerfer. Warum eskaliert das hier oben direkt so? Hier ist doch niemand.
können wir einfach mal aus Prinzip mitnehmen. Ich muss doch eigentlich nur zu dieser, unten zu dieser Schlucht und zu dieser Tür. Kann ich nicht mich dann einfach hier überall runter droppen lassen? Ach, die sehen mich, krass. Ja, da muss ich hin. Da. Ist doch easy. Zack. Oh. Zu einem optionalen Bereich schicken. Ja, dann. Okay. Dann müsst ihr mich lotsen. Ansonsten wäre ich jetzt einfach da drüben hingegangen. Die sehen ziemlich tot aus. Als ob es noch einen optionalen Bereich gibt. Na, dann lotst mich mal. Viel Spaß. Und bedenkt, dass ich nie weiß, wo es hingeht. Dann wäre es ja, glaube ich, nach links. Das wäre dann aber das wäre hier. Ich bin ja schon eine Etage runtergesprungen. Das wäre dann hier rüber. Ich meine, ich kann generell mal hier hinspringen. Hier liegt ein Item, aber... Da oben war das Ding, jetzt wieder hoch, dann links. Wait. Also hier lang? Oder ganz hoch? Oh, von unten geht's nicht. Okay, ich geh mal höher. Falls ich wieder hochkomme. Und ich geh nochmal hoch. Hier, guck mal. Zack. 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 So. War denn die, hier war das Ding, ne? Hier war der Eingang. Da ist eine Truhe. Wollen wir die Truhe? Ich muss immer stehen bleiben, damit die mir ungefähr sagen können, in welche Richtung es geht. Ja, da lang, guck mal. Kriegen wir hin. Ich hab mich perfekt orientiert. Gruß aber egal. Ja, jetzt bin ich schon mal hier, dann nehme ich es ja auch mit. So. Da rein oder irgendwo anders lang? Ja, wenn du dich nonstop hin und her drehst, bringt das halt nix. Das ist halt Quatsch. Nicht ins Haus, okay. Aber außenrum oder was? Oh, da ist ein... Was halten wir von dem Feuer da unten? Über die Brücke? Okay, alles klar. Das ist eine Aussage, mit der ich arbeiten kann. Und dann kommt wieder irgendein Mistboss, den ich nicht mag, und dann hasse ich euch. Cool. Wir haben 9 Fläschchen mittlerweile, auch stark. Okay, über die Brücke. Kommen wir doch bestimmt irgendwie hin. Über die Brücke. Da, die Brücke. Da war ein Gegner auf dem Dach, den ignoriere ich jetzt einfach mal. Hier rüber. Will ich da hin?
Okay, komm, wir gehen da jetzt einfach rüber. Und da unten ist ein Feuer. Geil. Das hätte ich gern. Den wirst du wirklich nicht mögen? Oh. Cool. Aber warum nicht? Ach, hier bin ich. Oh. Da unten, okay. Das größere Problem ist eher, dass ich die Leute, die hier auch noch chillen, nicht mag. Ach, wieder so einer. Das Problem ist wieder die ganzen Leute drumrum. Und nicht der Boss an sich. Ist das nur der oder gibt's da auch noch was? Okay. Muss gucken, dass ich die irgendwie nach und nach wegbekomme. Oh. Hi. Den Dicken kannst du theoretisch skippen. Ich würde ihn gerne machen. Scheiße. Also ich finde das cool, dass es den gibt, aber ich finde das ganze Kleinscheiß drumherum finde ich nervig. Das Kleinscheiß. Den Kleinscheiß. Da ist noch einer. So wenigstens versuchen, wenn wir drin. Waren das alle? Ich trau dem Braten noch nicht. Ja, scheinbar. Na komm mal her. Okay. So haben wir nicht gewettet. Aua. Macht der Gift und Feuer? Nee, nur Feuer. Okay. Ja, der im Wald war der gleiche. True. Krass. Hi, Tobi. Ich würde den machen, wenn nicht 800.000 Leute um den rum sind. Weil das fuckt ab. Da bin ich early. Weil bis ich die immer alle gelegt habe, dauert das Jahre. Was gibt's denn hinter dem?
will mal kurz. Ich bin ja nur mal neugierig. Krass, das Ganze, das ist das komplette Startgebiet, ne? Crazy. Alles neu und kaputt. Verrückt. Sachen gibt's. Ich hör da hoch. Hate it. Schaffen mir hier nur einen Überblick. Lass mich alle in Ruhe. Ich will nur wissen, was aus dem Startgebiet geworden ist. Krass. Ja, ist ja richtig im Sack alles. Crazy. Aua! Das weiß ich noch nicht. Was? Verarscht mich, oder? Ja, Dämon des Hasses, 3 Leben. Der sieht insane aus. Der ist viel zu groß dafür, um den zu machen. Das ist ja super nervig. Okay, ich habe gar keinen Bock auf den. Holy shit. Ist der optional oder ist der... Muss man den machen? Der sieht ja todesätzend aus. Optional, okay. Der ist riesig. Ich sehe halt die Angriffe nicht mal. What the fuck? Und der hat 3 Phasen. Null Chance. Da kämpfe ich ja lieber nochmal gegen die 2 Affen.
ist das? Okay, der ist völlig bescheuert. Cool. Ich weiß, warum auch der Speicherpunkt genau vor dem Boss ist. Was ist das für ein Bossfight, bitte? Krass. Also, die Größe von dem ist beschissen. Die Kamera ist ultra beschissen. Krass. Ey, wenn du doch weißt, dass dein Spiel nicht auf diese Größe von Bossen ausgelegt ist. So, dann zoom doch raus. Oder mach halt nicht so einen Boss. Mein Gott, ich hab doch gedrückt. Krass. Also spaßtechnisch ist das nicht. Muss ich so sagen, wie es ist. Aber... Oh. Für Dark Souls finde ich den cool. So, da können sie den auch gerne reinsetzen, aber ich finde den für Sekiro total ein Quatsch. Weiß auch nicht, ob ich den wirklich machen will. Also ich will geile Zing-Zing-Duelle und nicht so ein riesiges 3-Meter-Viech. Wo meine Kamera absolut nicht weiß, wo sie hingehen soll. Vor allem drei Phasen, mach doch zwei. Also ich glaube, der ist einfach für Leute, die dieses Spiel zu Tode suchten. Für die ist der super wahrscheinlich. Aber für mich gehe ich mal nicht davon aus. Also ich finde es schön, ihn mal gesehen zu haben. Guck, die Kamera ist komplett überfordert.
Ruckel. Also nicht. Ey. Ich bin schon ziemlich weit, muss ich sagen. Schade. Habe ich aber leider erst beim dritten Durchlauf erfahren. Also wenn es eine dumme Methode gibt, in den zu machen, sehr gerne. Ansonsten würde ich einfach Kuro weiter aufsuchen, weil ich mich nicht sehe, den umzuhauen. Also, wie gesagt, schön, dass es ihn gibt. Aber weiß ich nicht, ob ich den machen will. Wie weit willst du da eigentlich weglaufen? Schieß es leicht. Ja, sehe ich mich. Warte, ich laufe noch ein bisschen vor ihm durch die Gegend. Den hätte ich blocken müssen. Das ist okay. Blöderweise wirft er jetzt die Scheiße wieder auf mich. Oder auch mich. Okay, nehmen wir. Ihr müsst doch eigentlich mal gleich wieder gestunt werden, oder? Fuck. So, die erste Phase will ich mal haben. Dumm. Nicht wieder Scheiße nach mir werfen. Ha! Erste Phase geschafft. Easy. Was ist da jetzt? Nochmal das Ganze? Nochmal wäre okay. Nee, das sieht schon nach einer anderen Attacke aus. Okay. Ach so. Ja, Cheese klingt gut. Was muss ich machen? Raustappen vor allem. Sekiro. Beam of Hatred Cheese klingt gut. Ah. Ich sehe ungefähr. Ich sehe ungefähr, was Phase ist. Denn jetzt? Lol, was ist denn jetzt passiert? Ich kann euch ja teilhaben lassen. Sekunde.
Wieso tauscht man jetzt die Buttons aus? Das ist Quatsch, okay. LOL. Präferenz? Was heißt Präferenz? Also ich weiß, was das Wort heißt, aber was bringt das mir in dem Kontext? Also ich muss es nicht tauschen. Also was will der? Man muss... Resurrection Zeit. Ah, okay. Also ich muss erstmal hier hinten hin, oder was? So. Oh. Bevor er das macht, sollte ich vermutlich weg. Ich muss das jetzt erstmal lernen. So. Jetzt hier hin. Und jetzt hängt er hinter dem Baum. Hängt er schon hinter dem Baum? Wahrscheinlich, ne? So, warte mal. Jetzt muss ich kurz gucken, wo der hin sollte. Run toward the tower by pressing the grab button and immediately jump and touch and go to. Klingt kompliziert. Okay, klingt tatsächlich kompliziert. Nicht so weit. Hier soll ich jetzt hoch? Ah! Ah. Den zweiten Abschnitt habe ich noch nicht verstanden. Hälfte schon mal geschafft. Und jetzt muss ich darüber springen. Boah, ist ganz schön weit, holy. Und ich bin eh super kacke in diesen Sprüngen. Nein! Wir üben noch. Ich verstehe, warum man die tauschen sollte, glaube ich. Weil ich gar nicht sprinten, springen und Dings gleichzeitig kann. Boah, okay, der wird nervig. Aber witzig, dass er da einfach hinten wirklich stecken bleibt. Oh! Okay.
ist denn da das Grabben? Wäre tatsächlich gar nicht, also wirklich nicht so blöd, das auf L1 zu legen. Aber wo ist denn hier das Viereck untergebracht? Ach nee, X ist das, ne? Ah, das ist ja die andere Steuerung. Ja, warte mal. Ich will... So. Das heißt, jetzt kann ich nämlich so machen. Was wäre schneller gewesen, den Boss zu machen oder diesen Glitch auszuführen? Jetzt komme ich gar nicht mehr da hoch. So. Wunder, dass das nicht gepatcht wurde. Ja, ist tatsächlich. Wundert es mich auch, aber ich finde es ganz okay. Im zweiten muss ich das drücken, ne? Tatsächlich gerade ein bisschen zu blöd, da hochzukommen. Ich habe den Zeitpunkt noch nicht raus. Ah, jetzt. Wann ich Grabben drücken muss. Ach, den habe ich auch noch nicht. Zweiter Sprung, der ist tricky. So, von wo ich muss mir noch mal angucken. Okay, ich muss die Run-Animation triggern und dann muss ich darüber. Das heißt, ich muss hier drüben hin. Ich komme da nicht rüber. Vielleicht muss ich auch im letzten Mühe das drücken. Ich muss darüber springen. Der Sprung ist doch nicht machbar. Könnt ihr mir doch sagen, was ihr wollt? Ich wollte eine kleine Kurve laufen, damit ich mehr Sprinttempo habe. Aber das war's irgendwie nicht. Jo.
Ja, ich hab's gesehen im Video, aber... Muss ich im Sprung, also muss ich, wenn ich abspringe, schon grabben drücken? Oder muss ich das... Muss ich das später drücken? Weil so funktioniert das nicht. In der Mauer nochmal springen und dann greifen. Ne, ich muss unten von der Kante springen. Von oben bringt mir nichts. Guck, das ist halt zu niedrig. Ich treffe den Punkt scheinbar nicht. Der läuft hier los, sprintet und springt an der äußersten Ecke. Und der springt auch nicht an der Mauer nochmal. Der kommt einfach bis da drüben. Gibt's einen Perk, einen Skill, dass ich weiter springen kann? Ich hab nämlich nicht das Gefühl, dass ich den hab. Der ist einfach in einem rüber. Der hat aber auch, ich glaube, der drückt direkt im Sprung das Grabben. Ich glaube, der drückt beides. Weil der nämlich auch mit so einer, mit dieser Grab-Wolke dann darüber springt. Aber es hat funktioniert. Okay. Es funktioniert. Ja, wenn wir es einmal schaffen, dann schaffen wir es auch ein zweites Mal. Hätte ich mit Springen mich hochziehen müssen? Okay, es funktioniert. Nee, das andere war besser. Ich muss schneller grabben und springen drücken. Ey, ihr habt mich zu diesem Boss gelotst. Ihr müsst da jetzt auch mit durch. Ihr wollt oder nicht. Zu früh. So. Jetzt einfach da hochspringen. Und auf die äußere Hauskante.
Woo! Easy. Steuerung umschalten. Geil, können wir alle Bosse so machen? Das macht viel mehr Spaß. Das war das, ne? Cool. Freuen wir uns. Also der Kampf war ja easy. War ja gar kein Problem. Oh, warte mal. Oh, huch. Das war der Bildhauer. Ja, habe ich mir fast gedacht. Aber dem ging's nicht so gut, habe ich das Gefühl. Okay, komme ich eh nicht durch. Ja, geil, guck mal, easy. Das war ja gar kein Problem. Ich werde mir irgendwann später mal angucken, wie man den ordentlich macht. Aber das kann mir jetzt egal sein. Jetzt darfst du zum Graben. Ja, geil. Muss ich das für zu Kuro und wieder rum oder komme ich auch von hier irgendwie zu dem Graben? Ja, okay, es ist tatsächlich smart, die Steuerung umzustellen. Cool, okay. Witzig. Das war... da. Ich glaube, ich habe das noch nie wirklich irgendwo bei irgendeinem Boss in irgendeinem Spiel habe ich irgendwelche Glitches benutzt. Das war lustig. Das können wir gerne öfters machen. Aber Steuerung umstellen, smart. Smarte Sache. Kurz gucken, wo ich hin muss. Ne, hier war der Kackboss, ne? Hier muss ich runter. So, nach dem Boss habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann alles schaffen, obwohl ich den gar nicht wirklich gemacht habe. Diese Drecksgegner wieder hier. Alter! Kann mir eigentlich egal sein, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott! Nun. That wasn't planned. Wo ich denn hier lang? So wirst du dich erst recht nach dem Endboss fühlen. Ah, cool. Der wird bestimmt ganz super. Oh, nehmen wir... So, ich muss da hinten hin. Frage ist. Komm ich aufs Dach? So, ich muss da rüber, ne? Muss auf die Dächer, oder? Mein Gott. Komm ich da überhaupt hoch? Nee. Komm ich hier von irgendwas? Kann ich da auch ganz unten lang? Nee, ne? Bringt mir nix. Komm ich denn da drüben auf die scheiß Dächer? Komm ich da irgendwie rum?
War es schon richtig? Ich war richtig? Oh. Okay, ich merke, der X-Knopf ist wirklich scheiße zum Springen. Das hat mir auf L1 besser gefallen. Wo war ich denn richtig? Da unten? Hier? Wieso bin ich denn hier richtig? Ich kann da runter. Und dann hört's auf. Oder ich gehe hier durch und komme dann... hier runter. Ach du Scheiße, hier komme ich nicht mehr raus. Lol. Auch echt jetzt? Beide? Und dann wieder zwei. Schlechtes Game Design, Bosse zu doppeln. Das Thema hatten wir doch schon. Das ist wieder so optionale Spacken. Bosse doppeln ist so dämlich. Okay, das heißt, die kann ich eigentlich auch komplett ignorieren. So, wo wolltest du jetzt lang? Hier durch? Und darunter? Oder einfach an denen vorbeilaufen? Muss an denen vorbei, okay. Ah, da unten war das. Ja, okay, alles klar, hab ich verstanden. Stimmt, da unten war die Tür, wo wir hinwollen. Ja. Hab ich auf dem Schirm. Doppelbosse machen wir aus Prinzip nicht. Ich möchte dieses Design nicht unterstützen. Das ist ja ganz großer Quatsch. Oh, eine Treppe nach oben, wo man nicht sieht, was dahinter liegt, ist immer blöd. Hallo Techno. Oh, hier war doch das Startgebiet. のようなものでは決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。行為ist das der Endkampf? Der hat nur eine Phase, ja, ja. Schuhe. Glauben wir doch selber nicht dran. Oh Gott! Okay. Yeah! Ein Hit, komplettes Leben weg.
Ja! Da hab ich Bock drauf! Aua! Krasse Range, mein Lieber. Okay, geil. Medizyniker, danke für 3 Monate. Vielen Dank. Chat, ist das der Endfight? Also, je nachdem, welche Phasen danach noch kommen, weil das wird nicht seine einzige sein. Es wirkt endfightig. Yes, cool. Selbst haben Sekiro durchgespielt danach. Cool. Ja, aber als ob der so überkrass wird. Ich fick den jetzt. Ich zeig dem jetzt mal hier, wer sein Papa ist. So, komm her. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Was hältst du davon, wenn du das einfach... Krass, okay. Sehr schnell. Egal, gibt's hier einen Turm, wo ich draufspringen kann, damit er automatisch runterfällt? Wäre witzig. Okay, jetzt Konzentration mal bitte hier. Chat, Contenance. Muss mich konzentrieren. Wow! Geil, hat richtig dumm gemacht. Stark. Aber macht Bock. Das sind die Kämpfe, die Bock machen. Nicht so 3-Meter-Viecher. Ich will so irgendeinen so hässlichen Atzen, der da mit seinem Schwert denkt, der kann Zing-Zing machen, aber dann bin ich der, der hier Zing-Zing macht. So, das will ich. So eine Gebetsperle hätte ich eigentlich gerne noch, weil ich dann wieder 4 von 4 hätte, aber das muss jetzt auch ohne gehen. Das sieht sehr tödlich aus, bin ich ehrlich. Ach, ich bin zu dumm, da auszuweichen. Springen. Boah. Wie schnell die Leiste auch zugeht. Ich darf gar nicht. Wenn ich drauf gehe, muss ich die halbe Arbeit nochmal machen. Fast gehabt, aber ich hab gefettfingert. Kurz gepanickt. Zeig uns Zing Zing. Ich mache jetzt richtig Zing Zing. Frage ist, was kann seine Phase 2? Phase 1 ist zu einfach. Ich trau dem Braten nicht. Und dann wieder so irgendein so scheiß Wurm aus ihm rausgekrabbelt. Ich sehe das doch schon kommen. Okay, mach dein Flammenschwert Zing Zing. Mach dein Flammenschwert Zing Zing nochmal. So. Boah. Okay, war mein Fehler, war dumm. Nach dem Sprung macht er gerne diesen Stich. Muss ich mir nur merken. Boah, krass. Ich
Dumm. Dumm. Wie oft macht der denn diese Scheiße? Okay. Okay, Phase 1 ist machbar. Was kann Phase 2? Das ist ja Quatsch. Das ist eine freche Lüge. Kommt denn der Arm her? Lol. Washi wa kono ashina o yomigaeraseneba naranu. Nani? Yue ni Sekiro. Ja. Das sieht nach einer großen familiären Party aus. So, komm mal ran. Oh, der hat drei. Der hat drei. Boah. Bis jetzt bin ich mit Springen besser gefahren. Der Schwertheilige. Der hat einfach drei Phasen. Das demotiviert mich ein bisschen. Aua. Geil. War völlig überflüssig, aber geil. Ja, wie meine Heilung einfach. Boah. Holy moly. Einfach neuer Boss. Crazy. Drei Phasen. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht weiter da stehen, oder? Ich fänd's cool, aber ich werde wahrscheinlich Phase 1 nochmal machen müssen. Ja, ich werde Phase 1 nochmal machen müssen. Uff. Aber wollen wir einfach nochmal neu anfangen? Ja. Whee! Cool. Cool, 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 cool. Kann ich irgendwo noch eine Perle finden? Dann habe ich 10. 4. Liegt irgendwo noch dumm eine rum, die ich nicht mitgenommen habe? Also nicht, dass die eine Perle irgendwas ausmacht. Aber wäre ja trotzdem nice to have. Mein Gott, ich bin aber auch als Esel geboren wurde. Den Doppel-Mini-Boss. Ja, sehe ich gar nicht ein, muss ich sagen. Lol. Mann, haben wir jetzt was für Hitze? Anscheinend, dass er einfach zum Balkon geht und da reingeht. Nee.
Doppel-Mini-Boss, da sehe ich mich nicht. Ich weiß aber auch noch nicht, ob wir den Endboss hier heute schaffen. Der ist, glaube ich, nicht so easy. Also, wahrscheinlich ist er gar nicht so schwer, wie ich denke, aber... Das habe ich mittlerweile raus. Aber sage ich ja. Bist du noch einen anderen Miniboss, den du schnell kannst? Ja, ich glaube, die eine Perle macht den Braten nicht fett, oder? Boah, muss erst mit diesem Boss hier lernen. Das nervt halt, dass ich keine Zeit habe, mal wenigstens kurz. Fläschchen verbraucht. Wie der einfach mit einer Hand kämpft. Oh oh. Okay, zweimal. Hat er schon die Kopflosen besiegt? Nee. Was für Bass kriecht er? Machen die mir das Leben leichter? Ja, ist auch nicht wichtig, ja, okay. Alles, was mir das Leben leichter macht, ist gut. Boah, das und zwar ist bei denen nicht gefressen. Ja, es macht ja nicht. Ach, der kann danach auch die Drehung machen? Was? Diese Konfekt-Items. Nur permanent. Die Konfekt-Items waren schon krass. Wir sind jetzt ja schon im Kampf. Ich habe gerade angefangen. Versuch 5 oder so. Ja, okay, vielleicht versucht 8. Ein paar mehr waren es schon. Ja, wenn die gute Buffs geben, dann sehe ich mich da. Ja, dass er die zweimal macht, während er angegriffen wird. Nervig. Ich hatte damals 5,5 Stunden gebraucht. Achso. Ja, ich wollte so um 17 Uhr heute Schluss machen. Wird eine enge Kiste, glaube ich. So, wie viele Kopflose gibt's? Wie viele kann man da machen? Er macht das zweimal. Seit wann macht er die zweimal? Springen, ich Idiotenkind. Die Buffs halten für einige Sekunden. Sekunden? Ja, dann ist für eine Arsch. Dann muss ich mir die Mühe auch nicht machen. Das klingt nicht worth.
So gar nicht. Warum ich da jetzt gesprungen bin. Im Sprung geblockt, oder? Sah ganz cool aus. Lass mich doch heilen! Einen Hit hätte ich gebraucht. Oh. Die Fähigkeit will ich Bass länger halten. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das die Arbeit jetzt... Ich muss einfach der Scheiße ausweichen. Und besten... Ich muss einfach besser sein. Ich kann mich nicht heilen, ne, wenn ich wieder aufstehe. Ich glaube auch nicht, dass ich 5,5 Stunden an dem brauche, aber ich gehe davon aus, dass es trotzdem eklig wird. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir ihn heute noch schaffen, sondern dass wir da morgen nochmal dran müssen. Morgen 16 Uhr schaffe ich wahrscheinlich übrigens nicht. Wenn es morgen einen gibt, dann nach 16 Uhr. Ja, mach. Das sehe ich aber morgen erst. Weil ich bin morgen spontan noch in der Stadt, weil ich noch ein Weihnachtsgeschenk besorgen muss. Oh mein Gott, die Lichter noch ein bisschen heller. Ja. Achso, ja. Mann, trink doch! Kann ich schon wieder vergessen. Stream wird es, glaube ich, hier niemals geben. Aber nice try, Nobby. Wie soll man die denn alle... blocken?
24 Minuten Stream, ja. Das schon eher. Alter. Ich kann keine zwei Hits hintereinander geben, habe ich das Gefühl. Weiß noch nicht so ganz, wie ich den machen soll. Vor allem dreiphasig. Sobald ich mich heile, kommt er mir hinterher. Oh Gott. Den fress ich immer. Immerhin mal Progress gemacht. Wie geht denn jetzt ab? Ja, auf einmal hat er eine Lanze und eine Knarre. Die habe ich nicht verstanden. Interessant. Krass. Okay. Zwei von vier Phasen habe ich verstanden. Das ist gar nicht mal so bad. Schon mal die Hälfte. Jetzt muss ich die Lanze auch noch verstehen. Krass, wie ich mir merken muss. Holy moly. Aber Lanze ist scheiße, weil mehr AOE und so eine Scheiße, die mich trifft. Hab ich gar keinen Bock drauf. Okay, fangen wir mal mit dir an. Das ist mir egal. Springen! Ja, true. Theoretisch muss ich den morgen noch machen. Was spielen wir eigentlich danach? Was spielen wir, wenn wir durch sind? New Game Plus. Spaß. Vorschläge? Bloodborne. Auf gar keinen Fall. Magicraft habe ich durch. Gibt's auch nichts mehr für mich zu holen. Bloodborne werde ich nicht spielen. Ich mag das System nicht, wie du da dich heilst und sowas. Schlecht.
ganz schlecht. Pokémon DLC? Nope. Hab ich auch keinen Bock drauf. Ich hätte mal gerne wieder so ein neues Pokémon, so ein gutes. Die Automate habe ich auch schon durch. Auch schon ewig her vor allem. Okay, ich dachte im Gehen könnte ich da vorbei. Kann ich aber nicht. Gerade getrunken, jetzt bin ich komplett wieder auf dem gleichen Niveau wie vorher. Mein Chat scrollt nicht mehr. Armored Core. Das ist dieses komische From Software, Dark Souls mit Max, ne? Ist auch ein ganz weirdes Konzept. Hilf mich! Ich finde gute Games. Ja, ich spiele auch gerade nicht sonderlich viel. Ich habe Cyberpunk wieder angefangen. Das werde ich wahrscheinlich aber in meinem Weihnachtsurlaub durchspielen. Dota und FIFA. Das war's. Ready or Not habe ich mal reingeguckt. Aber die Systemanforderungen sind sehr unangenehm. Ich muss alles in sehr niedrig spielen. Also nicht niedrig, das wäre jetzt ein bisschen zu krass, aber ich muss immer alles runterdrehen. Das demotiviert immer, wenn man Grafikeinstellungen runterdrehen muss. Nerv doch nicht. Mein Gott. Schlecht. Ist auch schon mal durchgespielt? Ja, das ist auch noch eines meiner Lieblingsspiele. Schon mehrere Male. Wenn man nichts zu spielen hat, kann man eigentlich immer das auch noch mal durchspielen. Wie er geblockt hat, frech. Ziehe ich immer, ne, den Hit. Kurzen Run in Witcher 3. Ah. Habe ich schon dreimal durchgespielt. Ich glaube, der vierte Run wird auch irgendwann wieder kommen. Aber der hier fuckt mich ab.
Bei der Sonne 2 einfach in der letzten Mission aus keinem Grund aufgehört weiterzuspielen. Hast du ein gutes Spiel nicht durchgespielt. Aber ich finde der erste Teil ist sogar noch besser. Viel geblockt. Leck mich am Arsch. Okay, der hätte nicht sein müssen. War geil gespielt. Also die erste Phase war echt, die war jetzt clean gespielt. Ja, die war wieder total bullshittig gespielt. Ich habe bei dem aber auch noch nicht raus, wann er schlägt, wann er welche Combo macht. Das fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen. Den verkacke ich auch jedes Mal. LOL! Wieso switcht der nicht? Als ob der nicht instant switcht. Die ist kacke, weil ich die nicht verstehe. Cool. Dauert manchmal, habe ich gemerkt. Das heißt, wenn wir hier morgen weiterspielen werden, falls ich es morgen schaffe, sonst übermorgen, werden wir einfach einen ganzen Stream damit verbringen, diesen scheiß Boss zu machen. Ich werde einfach kalt in diesen Boss reinstarten. Oh, wird das nervig. Nicht begeistert davon. Oh oh. Oh oh. Oh, zwei ist asozial. Mhm. Manchmal macht er ein, manchmal macht er zwei. Na ja, komm, mach mich kaputt. Und am nächsten Tag besser. True. Wenn man nicht so genervt dann von dem Boss ist, ne? Kiri konnte es Pflicht. Ja, kann ich. Aber ich habe die zweite Phase von dem anderen Wichser erst zweimal gesehen. Ich habe da noch nicht so ganz raus, was der überhaupt alles kann.
mein Gott. Oh, Sekunde. Okay, ein, zwei Versuche machen wir noch. Und dann war es das für heute. War fast gut. Bis auf den letzten Hit war es gut. Ernsthaft. Das war ein Stich. Mann! Ich würde gerne nochmal in die zweite Phase kommen. Aus Übungszwecken. Konzentration ist durch. Ey, mach den Rest morgen. Ich habe da jetzt keinen Nerv mehr zu. Deine Konzentration ist durch und den werde ich heute eh nicht mehr schaffen. Wir machen den morgen. Das ist ein Kackboss. Gibt's hier irgendwen? Guck mal. Wer bist denn du? Er steht auch mit vier Typen da, ey. Geil, hier spielt einer Sekiro. Der hat einen Zuschauer und ihr könnt jetzt da einfach ein bisschen weiter Exit gehen. hier. Bitteschön. Ey, wie gesagt, morgen 16 Uhr wird's wahrscheinlich nicht, aber ich werde euch auf Social Media auf dem Laufenden halten oder im Discord. Wenn ihr unten nochmal auf den Holzkern-Link drücken wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr habt bis morgen noch Möglichkeiten, da mit 0,15 günstig einzukaufen. Und ich wünsche euch viel Spaß im anderen Stream. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen oder spätestens übermorgen wieder. Macht's gut. Tschüss.